Oh, sorry. Also. Auf unser Home-Date. Ja. Ja. Mhm. Okay. Auf unser Home-Date. Welcome the wind of golden days settling. Lisa ist eine Frau, die ehrlich und direkt ist und einfach auch klar vor Augen hat, wo sie hin möchte im Leben. You're always in the past. Sie bringt so diese Eigenschaft, diese Seite mit, ja, dass sie total zielstrebig ist und eine starke Frau. Und auf der anderen Seite hat sie eben auch diese feinfühlige Ader einfach. Und ja, das macht sie zu Lisa, das macht sie so komplett, so wie sie ist. Old ways are in the past. Surreal alles, gell? Ich weiß gar nicht, wohin, nee, im Kopf. Glaube ich dir. Ist bei mir schon manchmal schwer, dann will ich das bei dir gar nicht wissen. Verrückt. Ich glaube, ich werde mich auch bestimmt an viel nicht erinnern können mehr. So, weißt du? Weil es so schnell, Schlag auf Schlag und so jeden Tag irgendwas. Ja, voll. Hast du was zu aufgeschrieben? Wie meinst du? Na, zu den Dates oder so? Ja, oder ja. Zu den Tagen? Ja. Mhm, immer. Ja? Mhm. Okay. So, ich glaube, heute sehe ich Lisa. Das war, mit Lisa war super erstes Aufeinandertreffen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ich weiß, ich sehe den. Die Seite sehe ich gerade vor mir. Da stand echt? Das hast du da so reingeschrieben? Ja, ich habe zum Beispiel das Motorradfahren stand da, da stand Alter, da stand zum Beispiel auch mit deiner Kette und so. Ja. Also so einfach alles, was ich noch so im Kopf hatte. Ja. Krass. Mhm. Passt schon alles so, wie es gekommen ist jetzt. Passt schon. Passt. Passt schon. Heute hatte ich einfach Momente, wo ich gemerkt habe, also okay, gestern war ich woanders, morgen bin ich woanders, heute bin ich hier. Und dann steht auch schon wieder eine Entscheidung an. Und ja, ich hätte irgendwie gefühlt gerne mehr Zeit irgendwie noch. Aber es ist irgendwie, es geht so Schlag auf Schlag gerade alles. Und ich komme mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen vor allem überhaupt gar nicht mehr hinterher. Das Ende von Davids Besuch bei Lisa. Nicht mehr lange und der Bachelor wird seine nächste folgenschwere Entscheidung treffen müssen. Es ist für mich an der Stelle ein Problem, dass ich mir einfach mit mehreren Frauen eine Zukunft vorstellen kann. So, ich wünschte, es wäre irgendwie einfacher für mich, dass ich irgendwie ganz klar wüsste, okay, ne, so sieht's aus, mit der Frau will ich sein, aber das ist einfach an der Stelle gerade nicht der Fall. Und das macht's halt für mich sau schwierig. Wirklich die Zeit sehr genossen. Ja, es stimmt ja viel zu schnell vorbei. Ja, echt so. Immer. Immer zu schnell vorbei. Ja, ich bin aufgewühlt. Ich bin ein bisschen durcheinander. Kurz so ein bisschen, also ich will nicht sagen verzweifelt, weil ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber es ist einfach, bin sehr unbeholfen.